Ja, Leute, wir sind ja gerade draußen, ich und Steffen, gucken uns ein bisschen die Döberitzer Heide an und Steffen ist schon auf Erkundungstour. Der musste sich unbedingt diesen Haufen Schrott angucken. Es ist ein Boot. Ein Das ist ein Boot. Boot. Hier hat den kleinen Monro dabei. Ich meine, Eberl ist doch vollgepackt mit tollen Sachen. Oh, grazil über diesen Zaun. So, wir gucken mal, was wir weiter so sehen. So, mal gucken, ob wir hier die Kaserne finden, die sich hier verstecken soll. Aber das Gebäude ist ja mehr da in die Richtung. Hier ist jetzt Wasser. Aber da können wir rübergehen, das ist eine Brücke, eine kleine. Sehr schön. Einziger Nachteil ist, dass die Straße jetzt wieder nahe dran ist. Vom Geräuschpegel. Ja, da vorne kommt ein Gebäude. Sieht man hier das aus, wenn da irgendwie die verfallenen Gebäude zum Anfang. So, Leute, ich bin ja hier mit Steffen unterwegs. Da ist er. Kennt ihn vielleicht schon von dem Kanal Toffer BOS. Da ist er schon mal ein bisschen gastauftrittmäßig unterwegs gewesen. Wir suchen Gebäude im Wald. Mal gucken, ob wir fündig werden. Bisher haben wir nur Müll gefunden. Mal schauen. Ein ganz fetter Pilz ist hier. Und ein eher untypischer Pilz, die Flasche. Wie gesagt, hier ist viel Müll, auch in dem alten Übungsplatzgelände. So, wir sind an unseren Gebäuden angelangt. Mal schauen, ob Toffer uns dazu mehr sagen kann, weil der hat uns ja den Tipp gegeben. Ja. So, würde ich sagen, gehen wir durch das ziemlich große offene. Ja, da steht es offen. Also keine Verbotsschilder drin. So, wir finden immer mehr Gebäude hier im Wald. Jetzt haben wir hier ein zweistöckiges Gebäude. Das sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. Wir werden mal reingehen. Thank you.
Ja, Leute, das war's jetzt hier mit der kleinen Tour, mit der kleinen Urbex-Tour. Mit Steffen, Toffer, Julian und Jane. Leider hat es für alle nicht mehr gereicht, das Gelände so ein bisschen zu erkunden. Da wir dann von dem Wachdienst, ja, freundlicherweise vom Gelände verwiesen wurden. Aber als ich und Steffen da waren, noch nicht davon wussten, dass es Wachdienst gibt, war keine Sau da. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, von so einem Tour, einfach unten in die Kommentare. Lasst mir einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Und ich sag mal, bis bald im Wald. Euer Buschkopf-Dieten.